Angst, das Grauen, das Grauen! Oh, jetzt bin ich Jungle. No! So, jetzt Fiddle spielen nochmal. Und diesmal machen wir es ohne den Pull-Fehler. Was können wir denn noch für einen Jungler rausnehmen? Wir können Grave spenden, I guess. Oder Kha'Zix. Lass mal lieber Kha'Zix spenden. Der ist mir zu scary, der Kerl. Wollen wir nochmal die Schwungmasse, die sexuelle, auspacken hier? Eigentlich will ich nochmal Fiddle spielen, um euch zu zeigen, dass ich tatsächlich auch Fiddle spielen kann, okay? Versprochen, ich kann den Champion spielen. Ich sterbe normalerweise nicht im Jungle. Aber ich nehme jetzt keine Nimbus-Cloak mit, weil das war mir gerade zu suspicious alles. Ich weiß nicht, was man hier nehmen soll mittlerweile. Ich mach's jetzt einfach mal so, aber ich glaube nicht, dass das richtig ist in Möglichkeit. Eigentlich Nimbus Cloak, damit du halt mit dem Smite schneller in die reinlaufst. Oh, wir haben Baus im Team, sicher. Jetzt erst. Ja, Baus. Bist du im Besitz von Bitcoins? Nee. Also ich bin allgemein nicht so der smarte Investor, Leute. Das würde man nicht denken, aber tatsächlich bin ich nicht der Immobilien- und Aktien-Hai, für den ihr mich alle haltet. Und ich habe auch keinen großen Goldschatz im Keller, sondern ich habe einen Flammkuchen-Bunker in Australien, na, für schlechte Zeiten. Weshalb in Australien? In Australien ist es schön warm, ne? Das heißt, wenn irgendwann das ganze Elektrizität auseinanderfällt, dann kann ich praktisch einfach in Australien auf Steinen meine Flammkuchen grillen. Das ist der Plan dahinter. Wie kühlst du deinen Vorrat? Ein Schlagwort: Schnee. Jetzt werden viele von euch sagen, Schnee in Australien, wie kann das sein? Aber ich bin natürlich Klimawissenschaftler in meiner Freizeit und ich habe sehr viele Szenarien durchgerechnet in den nächsten Jahrzehnten und Jahrtausenden und dieses Szenario ist mit Abstand am wahrscheinlichsten. Australien wird abends schneien und dann kann ich den Schnee verwenden, um die Flammkuchen zu... Okay, entschuldige, ich weiß, jetzt verrenne ich mich komplett. Ich liebe es, wie du immer kompletten Bullshit reden kannst. Der ist einer meiner vielen Qualitäten. Australien geht doch sowieso irgendwann unter, oder? Die sind doch nicht hoch, die sind doch nicht weit genug vom Meeresspiegel entfernt. Wie lange haben die denn noch? Nee, Holland geht ein bisschen schneller unter. Also Holland geht ja jetzt praktisch schon unter. Zeit für Fiddlesticks. Australien liegt durchschnittlich 300 Meter über Normal... Oh, dann war ich da wohl etwas falsch informiert. Aber das kommt noch, ne? Wenn erst die großen Sinnfluten kommen. Alter, das Gegnerteam. Steak. Hast du bei deinem Hausumbau viel selbst gemacht? Viel selbst gemacht habe ich nicht. Ich habe einige Sachen selbst gemacht, halt kleine Handgriffe, aber ich habe das meiste schon die Profis machen lassen, bin ich ehrlich. Ich habe das meiste schon die Profis machen lassen. Nach oben. Ich hätte noch potten können zusätzlich, ne? Schnell die Raptoren nehmen. Dann gehen wir für den Bröckschen Ultratilter unten. Gute alte Bröcksche Ultratilter. Ein Klassiker in unserem Repertoire, Ah ja, der gute alte Bröcksche Tilter. Absoluter Staple in unserem Repertoire, So, jetzt gehen wir einmal kurz back to base hier als nächstes. Nee, ich brauch doch den Blue noch. Midlaner, ne? Ganz sind die nervig. Das ist natürlich ein Desaster für Boss hier. Sehr, sehr risky. Ich hätte gleich flashen sollen und wieder rein ulten wahrscheinlich, ja. Das ist krass, wie man sich hochhält hier die ganze Zeit. Das haben sie echt gebufft mit dem Omnivamp, muss ich sagen. Das Early ist ein bisschen schwieriger, aber das ist ja, ey, du bist einfach instant full life, wenn du drainst auf viele Targets. Also einfach instant. Ich weiß nicht, ob Protobelt nicht auch was wäre. So Flatpen-mäßig. Wollen wir das mal probieren? Ich weiß nicht, ob das gut ist. Wir sollen mal probieren. Sehr, sehr gut, wenn die Jinx sich da den Kill nimmt, ne? Super gut für uns. Schön, dass sie da aufgepasst hat und sich den Kill genommen hat. Weil die braucht unbedingt ein bisschen Futter. Oh boy, oh boy, oh boy. Here I go killing again. Schade, dass ich nicht den Killern die Syndra abgeben konnte da. Wir sind eh schon so gefeedet. Ich kann eigentlich den nicht abgeben, aber ich komme halt nicht hin.
getan. Oh. Ja, da habe ich mal ordentlich reingedickst, ne? Sag ich mal so, ne? War jetzt ganz gut hier. Kurz der ist wahrscheinlich, unten ist wahrscheinlich tot gleich. Ich kann probieren, mich hinter denen zu stellen. Ich werde immer die Darkavis-Decks haben, das heißt, ich will unbedingt den einen Hitter noch draufkriegen auf die Gegner. Protobelt fühlt sich richtig gut an, ne? Gibt mir so viel Mobility oben drauf. Was ist mehr nach oben? Braucht man noch Viertel kein Jungle-Item? Es gibt keine Jungle-Items mehr. Also ich bin so f***ing den, schnell nach oben flitzen. Ja, kurz resetten, holen wir uns schnell unser Sonnias. Dann sollten wir wahrscheinlich für... Ich weiß nicht, was wir jetzt als nächstes gehen sollen. Ach, come on, man. Ich glaube nicht, dass die noch gewinnen können. Also, ja, irgendwann schon. Ich meine, der Ezvi kann theoretisch carryen. Aber wenn ich irgendwie überhaupt in die Verlegenheit komme, eine Ult zu machen, dann gewinnen wir. Wollen wir einfach mal ein vorbereitendes Blighting Jewel, oder? Das ist ja schnell. Dann mache ich den Drake als nächstes, ne? Irgendwie haben die dieser Pull, den schaffe ich nicht mehr so ganz. Am wenigsten haben wir jetzt das gute Fiddle-Game, ne? Das ist, was wir wollten. Na ja. Nach oben. Ich glaube, selbst wenn der Hekarin mich anrammeln würde, der verliert einfach. Ich könnte einfach dastehen und den trainen, glaube ich. So viel stärker ist der. Jetzt rotieren wir auf die andere Seite, damit werden die Gegner nicht rechnen und dann ulten wir rein. Okay, jetzt rechnen sie vielleicht damit, ne? Und jetzt umso mehr. Moment. Oh, das ist super risky, ja. Oh no. Bart ult mit Sonjas dodgen, ja, das hätte nichts geholfen, aber der Bart stun danach, den hätte ich dodgen können, weißt du? Dann wäre vielleicht das Hegerim eh auch abgelaufen. Ey, that's a lot of damage! Oh, das wäre so knapp. Das war so knapp, Mann. Ich weiß nicht, warum die Jinx so aggressiv spielt. Das ist ein Desaster für uns. Ich hätte nicht mehr rein ulten sollen, nachdem die da geintet haben. Oder ich ulte direkt rein. Eins von beiden ist richtig, ne? Aber ich habe gezögert und dann habe ich rein geultet. Und das war ein Riesenfehler. Für den da drauf zu flashen. Okay, wir sind relativ bald auf unser Level 16 Ulti hier. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Oh, da war gleich ein Wort, hm? Ja, schön gemacht vom Bart, ne? War echt gut. Zum Glück nichts gemacht, aber gut war es trotzdem. Schnell die Seele nehmen, I guess. Ja, doch, 4000 Gold, ne? Jetzt wird's gleich wehtun und das ist noch nicht mal meine finale Form. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Protowelt hier, das fühlt sich so insane an, das Item. So. Ist ja die Frage, was wir hier noch holen. Heal Reduction oder so? Aber schauen wir mal, ob sie da auch hopsen können. Und wir sind noch aufs Zielbildchen gekommen. Ein insanes Game von dem Shen, muss man aber sagen. Alright! Sehr geiler Stream! Haut rein! Ciao, ciao!